Und damit herzlich willkommen zurück zu Paper Mario, liebe Leute. Es geht wieder weiter. Wir sind hier im finalen Bereich und es ist schon wieder ein paar Tage her. Ich war ja im Urlaub und bin jetzt zurückgekehrt. Und ich hoffe mal, ich komme jetzt hier in das Spielgeschehen erstmal wieder rein. Ich erinnere mich, dass wir hier noch irgendwie einen kleinen Bosskampf hatten zum Ende. Oder Mini-Bosskampf, ne, gegen Troopa Koopa Junior. Und den bestanden hatten. Jetzt geht's hier durchs Tor. Mal gucken, wo es jetzt hier hingeht. Da stand ja irgendwie Prinzessin Peach noch davor. Solche düsteren Erinnerungen habe ich da jetzt dran. Mal sehen, was passiert und wie lange das jetzt hier noch weitergeht. So, jetzt gehen wir in das offizielle Schloss von Peach. Ja, die ganze Zeit waren wir ja quasi in Bowsers Schloss. Und wir speichern erstmal. Das ist doch erstmal nicht schlecht. Und gar keine Musik. Ist irgendwie ziemlich still. Warte mal, nicht. Aber wie war denn das? So. Genau. Ist schon ein Weilchen her, ne? Seid nicht böse. 10 Tage mindestens. So, was haben wir hier? Ein Ultrapilz. Kann ich den nicht tragen? Super. Tarngel. Ahornsirup. Ahornsirup kann doch da locker weg, oder? Ich habe jetzt einmal. Ja, komm. Ahornsirup weg. Wie viel habe ich denn eigentlich gerade? Ich habe mich noch geheilt, ne? Im letzten Part. Jo. Ich bin volle Bulle voll. So, dann gehen wir mal ins Schloss rein und gucken mal, was hier so abgeht. Hier ist auch alles still. Hier ist ja gar nichts. Wo sind die Wachen? Das ist doch alles eine große Falle. Haben wir hier irgendwas Unsichtbares, bevor ich jetzt irgendwo anders hingehe? Wir werden sowieso erstmal alle Räume abchecken, bevor wir durch die große Haupttür gehen. Habt ihr mir auch schon in den Kommentaren geschrieben, ich soll das unbedingt machen. Hallo? Hi Todd. What geht? Hier sind nur Kleider drin. Bitte nicht öffnen. Oh. Huch, Mario. Oh, wie schön. Du bist gekommen, um mich zu retten. Stimmt's? Puh, oh, ich hatte solche Angst. Danke, dass du gekommen bist. Wenn du schon mal da bist, möchtest du ein kurzes Nickerchen halten? Wenn jemand kommt, wecke ich dich sofort auf. Möchtest du dich ausruhen? Ja, komm. Einfach nur so für einen Gag. Ich meine, es ist jetzt, ja, ist ja quasi nochmal ein Heal, ein Full Heal und da werden ja auch unsere Sternenenergien aufgeladen, ne? Hast du geschlafen? Viel Glück, Mario. Okay, da haben wir quasi jetzt nochmal einen extra Speicherpunkt. Aber geht's jetzt schon komplett ins Finale rein? Sind wir dann wirklich schon bam, zack, boom, am Ende? Okay, warte, ich gehe gleich nochmal hier rein. Und erstmal einen Schluck Kaffee. Ja, das ist die Küche. Haben wir denn hier noch irgendwas? Ihr habt mir auch als Empfehlung gegeben, ich soll doch am besten mal... Wie viele Punkte haben wir eigentlich? 36, ja. Ich soll doch am besten mal jetzt ein bisschen umrüsten. Megabeben raus. Ja, ich weiß gar nicht, was ich noch rausnehme. Vermeider. Ausweicher. Es ist schwierig. Weil ich soll doch den V-Jump reinnehmen, ne? Das wurde mir jetzt empfohlen. Dieser Sprung richtet nicht nur Schaden ein, umgeht auch die Abwehrkraft eines Gegners. Die Kosten betragen 2 BP. Und kann ich da vielleicht auch... Warte mal. Wie ist denn der Orden, wo ich auf Stacheln springen kann? Kann ich den jetzt auch reinmachen, zufällig? Kampfrausch? Kampfwut? Stachelschild, ne. Mario kann auf stachelige Gegner springen, ohne dabei Schaden zu nehmen. Das wäre doch jetzt eigentlich ganz geil, oder? Ja, da komme ich halt nicht hin, ne? Ah, wie mache ich denn das? Ein Kraftpunkt raus? Und dann sowas vielleicht irgendwie rein? Ausweicher? Das ist halt auch geil, ne? Oder die Verteidigung verringern? Verringert jeglichen erlittenen Schaden um 1. Ich weiß halt nicht. Ein Schaden ist kein Schaden, ne?
Dann tun wir dafür halt noch einen Ausweicher mit rein. Ich glaube, das ist doch besser, oder? Ich hoffe es. Pass auf. Da machen wir nämlich das so. Da mache ich jetzt hier den Anti-V-Hieb noch mit rein. Darfst du im Kampf 3 Items einsetzen? Das ist halt auch eigentlich geil, ne? Und dann, wir haben doch, von dem einen Orden, hier vom Ausweicher haben wir noch einen. Genau, das würde ich halt auch mal reintun. Und dann mache ich ein Feuerschild. Weiß nicht, ob das effektiv ist, weil Bowser speit ja Feuer. Keine Ahnung. Stachelschild könnte ich mir halt auch gut vorstellen gegen Bowser. Ich mache einfach mal so. Kann sein, dass scheiße ist. Egal. Ich versuche das jetzt mal so. Ne? Ich werde es ja sehen, ob es gut ist oder nicht. Ob wir damit klarkommen. So, ich hoffe, da gibt es nochmal einen Speicherpunkt vorher. Wahrscheinlich nicht, ne? Der war ja draußen. Dann gehe ich draußen nochmal kurz speichern dann. Obwohl, ich glaube eigentlich nicht, dass es das komplett schon war. Hier muss es doch noch ein bisschen was geben, oder? Mümü wenigstens. Hier ist gar nichts Unsichtbares. Kann ich das hier irgendwie schlagen? Nö. Okay, ja, ich bin so ein bisschen ehrfürchtig unterwegs, weil ich weiß jetzt halt nicht, ob es bald ins Finale geht. Aber ich glaube, oben war ja noch auch nochmal so eine ganze Halle, ne? Voller Wachen eigentlich und voller Türen. Ich speichere hier nochmal kurz. Ein kurzer Speicher. So, und dann geht's hoch in die nächste Halle. In die Türen gehen wir auf jeden Fall alle nochmal rein. Ihr habt ja auch schon gesagt, da gibt's nochmal ein paar Items zu holen, möglicherweise. Ansonsten, ich hoffe, ich habe keine Geheimnisse mehr verpasst. Hier noch irgendwas Unsichtbares. Bis jetzt nicht. Zack, nächste Tür. Halt komplett leer, ne? Das ist doch 100 pro eine Falle, Alter. Kannst du mir doch nicht erzählen. Ist einfach eine absolute Falle. So, hier mal das Ding. Warum ist das hier? Kann ich da selber was reintun? Leer. Nee, nur Prinzessin Peach konnte da was reintun. Und dann konnten wir da halt bei unseren Freunden aus der anderen Kiste Sachen holen. Das war quasi so eine Art Transportkiste. Aber ansonsten ist hier vieles leer. So, hier weiß ich gar nicht. Komme ich da selber irgendwie hoch? Oder ist da oben eine andere Tür, durch die ich da durchkomme? Oder kann ich da nur hochhüpfen? Da oben ist ein Pilz. Guck mal, wenn ich jetzt hier... Nee, aber hoch komme ich nicht. Weiß ich nicht. Wie kommt man denn da hoch? Ist das irgendwie noch möglich später? Hier rüber? Da, über die Bücher vielleicht irgendwie. Guck mal. Da irgendwie, guck mal. Hier so hoch. Ja, das geht. Alles klar. So können wir uns das Item noch holen. Aber ja, ich brauch's halt nicht, ne? Ist ja auch nur so ein Lebenspilz. Ich lass den mal liegen. Ja, und da drüben war jetzt nichts weiter, ne? Also theoretisch hätte ich es mir holen können, aber da... Ja, das... Ja, bringt ja alles nichts. Da ist ja nichts. Warum soll ich da denn hingehen? So. Dann hier... Genau. War das Geheimversteck. Dann können wir jetzt noch zu Prinzessin Peachs Gemach reingehen. Ob da jetzt irgendwas ist, glaube ich irgendwie auch nicht. Nee, nee, die Prinzessin ist auch weg. Unfassbar. Können wir den Geheimgang nehmen? Nö. Das kann nur Peach. Weil nur Peach weiß natürlich, dass der Geheimgang da ist. Okay, also hier ist komplett stille, komplett leeres Schloss. Keine Wachen, nix. Das ist hundertprozentig eine Falle.
Wir haben uns vorbereitet, wir haben gespeichert, wir sind voll aufgeladen. Mal gucken, was passiert. Ich bin gespannt. Ist aber auch, weißt du, gar keine Wache mehr. Einfach Finale hier. Ah. Hier hat alles begonnen. Oh Mario, Hilfe! Oh nein. Da sind wir damals ganz am Anfang durch. Wenn das nicht mein alter Kumpel Mario ist. Ich habe auf dich gewartet. Ich bin erstaunt, dass du so weit gekommen bist. Wie schön für mich. Du hast schon viel zu lange für Unruhe gesorgt, kleiner Mann. Es wird eine Freude sein, dich eigenhändig zu zerquetschen zum zweiten Mal. Mario! Ach ja. Na, du kannst mich nicht besiegen, ich bin unbesiegbar. Direkt in den Bossfight? Gut, Mario. Lass uns doch einen Blick auf deine sogenannten Kräfte werfen. Ja. Ich meine im Prinzip. Erstmal Mitglied wechseln. Ne? Wir gucken erstmal, was der jetzt kann. Wie viel Verteidigung der hat, etc. pp. Ich habe auf euch gehört. Ich hoffe wirklich, das war die richtige Entscheidung. Bei der Ausrüstung. Bosa. Der böse König. Endlich, nach all der Zeit. Endverteidigung nur. Okay, vielleicht ändert sich das noch. Maximale KP 50, Verteidigung 1. Er beherrscht viele verschiedene Attacken. Von Feueratem bis zu Stampfattacken. Feuerattacke 8, Stampfattacke, Clownattacke 6. Ich bin mir sicher, dass er noch etwas anderes auf Lager hat. Junge, sieht der fies aus. Er ist ohnehin schon stark genug, aber er kann sich den Sternstab, kann auch den Sternstab einsetzen, um sich bis zur Unverwundbarkeit zu verstärken. Prinzessin Peach braucht uns. Schnappen wir uns Mario. Ja, da bin ich mal gespannt. Ich habe jetzt den Stachelschild und den V-Schwächer. Bin mal gespannt. Zack, 10 Schaden. Habe ich das geblockt? Ja, ne? Und der V-Schwächer. Kostet jetzt nicht so viele PP. Ich hätte gesagt, Mitglied wechseln und wir gehen mal auf Ort vielleicht. Und verstärken uns noch ein bisschen und machen die Verteidigung hoch. Wir machen erstmal die Verteidigung hoch. Angriffsschaden gefällt mir aktuell eigentlich ganz gut. Wasserblock. So, 4 Runden. 1 Schaden weniger. Also gut, genug jetzt. Werde Zeuge der Kraft dieses Sternenstabs. Okay, jetzt macht er sich unverwundbar, ne? Aber wir haben ja eine Fähigkeit, mit der wir das aufheben können. Mit nämlich dem Sternstrahl. Man sagt, dies würde Bosas Sternstab schwächen. Dann zeig mal her. I will see. Was zum... Oh, was in aller Welt war das? Haha. Was ist denn jetzt mit diesem dämlichen Sternstab los? Jetzt gibt's aufs Maul, Junge. Okay, dann ich würde sagen, wir machen es nochmal stärker. Ich hoffe halt, der machte sich gleich wieder den Sternstab an. Aber das wäre ziemlich sinnlos, wenn ich Marios Angriff jedes Mal verschwenden müsste, den Sternstab auszumachen. Wäre irgendwie doof. Deswegen mache ich erstmal den Turbolader, oder? Ja. Zack. 4 Runden Angriffskraft. Oh, ja, plus 1. Oh Gott. Was ist das? Ist das Gift? Tatsächlich ist Gift. Und ich bin geblockt. Einfach 5 Runden. Oder was ist das? Ich bin nicht geblockt. Hä? So, 6 Schaden. Oh, du billiger kleiner Feigling. Der Kampf fängt gerade erst an. Ja, dann zeig mal her, du. Bumskugel. Was? Paralysiert alle Gegner. Wir machen einen Elektrohieb einfach, oder?
Bam. Zack, 5 Schaden. Das gefällt mir. Okay, er macht den Sternenstab wieder an. Er heilt sich. Was eine Socke. Okay, der kann sich einfach heilen. So, ich bin jetzt nebenbei noch vergiftet, aber das sollte jetzt nicht so drastisch sein. Zack, 5 Schaden. So, dann... Was macht er sich wieder unbesiegbar? Okay. Das heben wir jetzt gleich mal wieder auf, würde ich sagen. Mein Block ist weg. Ich krieg ein bisschen aufs Maul. Aber wir machen jetzt erstmal schön den Sternenstrahl wieder. Es wird wahrscheinlich noch nicht der finale Kampf sein. Der wäre zu einfach. Da kommt bestimmt noch ein zweiter Abschnitt oder sowas. Könnte ich mir vorstellen. Und ich würde sagen, mach mal die Verteidigung nochmal hoch oder ich greife nur an, ne? Ich denke, wahrscheinlich wird er sich eh heilen oder so. Ja, der heilt sich doch jetzt wieder, oder? Oh, Flächenschaden. Oh, das habe ich jetzt nicht erwartet. Shit. Ist aber nicht schlimm. Wir besiegen auf jeden Fall diese Phase jetzt erstmal. Sagte er und vermasselte es. Ich hätte auch sowieso... Ah, ich hätte ihn sowieso nicht besiegt, ne? Mit. Ich hätte ihn sowieso nicht besiegt. Mach einen normalen Sprungangriff. Das reicht auf jeden Fall. So, okay, die Phase ist besiegt. Wir kriegen auch Erfahrungspunkte. Cool. Ein Level-Up wäre jetzt auch geil gewesen, ne? Wow, du bist nicht schlecht. Wie bist du so stark geworden? Aber trotzdem bist du und bleibst eine kleine Nervensäge. Ich habe mich gerade erst aufgewärmt. Okay. Nein, lass mich in Frieden, Mario. Hilf mir. Achso. Nein, lass mich in Frieden, Mario. Hilf mir. Prinzessin Peach hatte kurz Stimmbruch. Tö. Wenn du Prinzessin Peach retten willst, solltest du mir besser folgen. Ja, wir sind jetzt halt geschwächt. Ich weiß nicht. Sollen wir jetzt mal rausgehen? Nee, ne? Weiter geht's. Da kommt bestimmt nochmal was, oder? Ich hoffe einfach mal, dass noch was kommt. Weiß nicht, ob ich mich jetzt selber heilen sollte. Naja, wenn, dann mache ich es im Kampf. Ah, gut. Ein Speicherpunkt, okay. Aber keine Heilung. Keine Heilung. Warum nicht? Dum, 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 dum. Dum. Weiter geht's. Gott, was ist das für eine Brücke? Ja, also die sieht stabil aus, ne? Die wird bestimmt nicht hinter mir einbrechen, diese Brücke. Tatsächlich nicht. Aber jetzt gleich, ja? Willkommen zu deinem Albtraum. Ah, da ist er doch. Du solltest mir dankbar sein, Mario. Da du schon seit so langer Zeit mein Gegenspieler bist, habe ich speziell für deine Niederlage eine Arena vorbereitet. Hätte es auch einfach machen können, während ich da drauf bin, oder? Wäre ich einfach runtergefallen. Ne? Aber gut. Ich habe das ja beim letzten Mal auch überlebt. Gefällt sie dir? Du sitzt in der Falle. Wie fühlt man sich da? Hä? Mario, sei vorsichtig. Du bist in unsere Falle gegangen. Und du nennst dich selbst Held. Hast du geglaubt, wir wären dumm genug, einfach zuzusehen, wie du einen Stern nach dem anderen rettest? Auch ich habe eine kleine Überraschung vorbereitet. Eine Maschine, die Bowsers Kräfte verstärkt. König Bowser wird so stark werden, dass nicht einmal die vereinte Macht der hohen Sterne gegen ihn ankommt. Dank meiner Weisheit wird er nun wahrlich unbesiegbar sein. Seid ihr bereit, mein König? So nehmt die Kraft in euch auf.
Oh oh. Ja. Oh, Kami Cooper, das war unglaublich. Ich fühle mich, als ich vor Kraft bürsten. Jetzt werde ich diesen dreisten Klempner für immer besiegen. Für immer. Hey du Mario, jetzt liegen die Dinger etwas anders, du schnäuzbärtige Pappnase. Bereite dich auf deine Niederlage vor. Okay, jetzt würde ich sagen, geht's ins Finale. Aber Leute, ich würde sagen, das war im nächsten Part. Vielen Dank fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren, beim nächsten Mal zum Finale einschalten von Paper Mario. Tschüssi, Leute.